Also gebacken wurde bei uns zu Hause eigentlich immer. Entweder wir haben mit meiner Mutter gebacken, es war auch ganz obligatorisch, dass es zum Geburtstag immer einen selber gemachten Kuchen gab, oder wir haben mit meiner Oma Weihnachtsplätzchen gebacken. Gebacken wurde schon immer bei uns zu Hause. Und ich habe das dann so als Hobby angefangen und habe zu jeder Gelegenheit irgendwas gebacken und Kuchen und Plätzchen und so lange, bis zu Hause eigentlich jeder gesagt hat, oh nee, nicht schon wieder Kuchen. Und dann blieb mir ja nichts anderes übrig, als das zu meinem Beruf zu machen. Und jetzt darf ich es jeden Tag machen. Es sind zwar immer wieder die gleichen Arbeitsschritte und auch fast immer das gleiche Material, aber das, was man eben aus diesem Material machen kann, das ist so, so facettenreich. Es ist, man kann aus ein bisschen Eier, Zucker, Mehl, Butter ganz die tollsten Sachen kreieren und man kann damit Menschen glücklich machen, oder ich kann damit Menschen glücklich machen, wenn die ihre Torten abholen oder wenn die Kinder dann kommen und ihre fertige Geburtstagstorte sehen und die strahlen mich dann an. Das ist phänomenal. Das ist wirklich so, wenn man dann sieht, wie die Kunden sich drüber freuen. Das freut mich eigentlich auch. Das gibt so eine, ja, Zufriedenheit, wenn man jemanden glücklich gemacht hat. Ob das jetzt nur mit so einer ganz einfachen Torte ist oder mit einer großen Hochzeitstorte, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Ist ja ganz toll geworden, gefällt mir gut. Das ist schön. Das freut mich. Dann kann ich sie Ihnen jetzt schön verpacken. Ja, und auch so, dass wir sie jetzt 300 Kilometer noch transportieren können, ja, sicher. Ne? Ich habe Ihnen extra eine Kiste zurechtgemacht mit Luftkissen, ja, und allem drum und dran. Super. Ich habe ein originelles Geschenk gesucht für jemanden, der eigentlich schon alles hat. Und vor allen Dingen, wo die Räume schon voll sind und man sich nicht noch was weiteres hinstellen möchte. Und wir kommen morgen jetzt in der ganzen Großfamilie zusammen. Und ich habe gedacht, das ist eine tolle Sache. Da haben wir ein wunderbares Geschenk, was hinterher, was wir alle in guter Erinnerung haben und aber nirgendwo rumsteht und einstaubt. Sehr nette Bedienung, ein toller Service und die Qualität ist A und O. Perfekt, ein perfekt kleines Lädchen. Ganz ohne meine Torten, nee, das könnte ich mir gar nicht vorstellen. Ich habe zwar viele Hobbys und nebenbei Beschäftigungen, aber das ist einfach immer noch das, was mir am meisten Spaß macht. Und von daher kann ich mir das gar nicht vorstellen, ohne meine Arbeit zu leben. Weil es für mich einfach mehr ist als nur Geld verdienen.